Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir sind das letzte Mal nach dem Kampf gegen Count Dooku stehen geblieben und verfolgen nun in der Rolle von Obi-Wan als nächstes General Grievous nach Utapau. Let's go. Episode 3, die Rache des Sith. Dun, 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 dun. Kapitel 3, General Grievous. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker haben Kanzler Palpatine befreit. General Grievous ist ihnen allerdings entkommen. Der Jedi-Rat befiehlt Obi-Wan Kenobi, Grievous zur Strecke zu bringen. Letzterer versteckt sich auf dem Höhlenplaneten Utapau. Hey, da oben, das ist die Erde. Oder zumindest ein Teil der Erde. Da oben links hat man Europa gesehen. Lol. So, da ist Grievous. Und Commander Cody ist natürlich auch mit am Start. Eieiei. Schade, dass wir schon Geld nicht kriegen. So, damit hat er schon mal 4 seiner 10 Leben verloren. Wir bauen die Brücke zusammen und verfolgen ihn natürlich direkt. So, sehr schön. Da habe ich jetzt Cody kurz aus Versehen den Kopf umgedreht. Okay. Achso. Jawohl, erwischt. Ich baue trotzdem erstmal hier mit Obi-Wan auf. Das ganze schöne Geld. So, dafür brauchen wir aber auch nur 3000. So, 3 Leben hat er noch. Müssen wir natürlich auch wieder nach da oben. Hier gibt es auch wieder viele Level, viele Bereiche des Levels, an die wir nur mit einem großen Charakter, mit einem hochspringenden Charakter ankommen, hinkommen. Wie zum Beispiel der ganze westliche, der ganze östliche Teil von dem Level. Oh, da kommen wir jetzt schon durch. Wir können uns das Minikit holen, dann haben wir zumindest mal die Hälfte. So, und dann besiegen wir dich hiermit. Cody ist eigentlich nicht gestorben, aber egal. Das ist wirklich passiert. Ihm ist zwar dabei der Kopf nicht abgeflogen, aber er ist im Prinzip so ein bisschen explodiert, der Gute. Commander Cody haben wir freigeschaltet und das war's auch schon wieder. So, dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Level, weil das kann man ja nicht wirklich als Folge zählen lassen, das, was wir hier jetzt zusammen gebastelt haben. Episode 3. Die Rache des Sith. Ich meine, das hat jetzt dieses... Etwas hat jetzt 6 Minuten gedauert.
Kapitel 4, Kampf um Kashyyyk. Obi-Wan Kenobi hat General Grievous besiegt, doch der Klonkrieg ist noch nicht vorbei. In allen Teilen der Galaxis führen Jedi-Ritter die Armeen der Republik in die Schlacht gegen die, Streitkräfte der Separatisten. Während Meister Yoda auf Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookiees, kämpft, bereitet sich der Sith-Lord Darth Sidious darauf vor, die Galaxis in eine neue Dunkelheit zu stürzen. So, da ist Kashyyyk. Hey, Chewie! So, Yoda ist ein bisschen schneller, wenn er mit dem Lichtschwert, mit dem eingeschalteten Lichtschwert unterwegs ist, aber ich werde jetzt hauptsächlich erstmal mit Chewie ein bisschen rumrennen. Ach ja, der gute alte Chewie. Es gibt tatsächlich nur ein Lego-Spiel, das ich noch vor die komplette Saga gespielt habe, und zwar war das Lego Star Wars 2. Gut, nee, und 1 bis 3, aber... Also Lego Star Wars war es, dann Lego Star Wars 2 und dann die komplette Saga, weil Lego Star Wars 1 hat nicht funktioniert, was ich auch schon mal ganz am Anfang vom Let's Play erzählt habe. Kann man sich mit Yoda natürlich auch fortbewegen. Oh, wir können die zerstören jetzt. So für 100 ist auch nicht schlecht. Greifen uns die Droiden nicht an. Nicht die Droiden, die Klonkrieger natürlich. Die meine ich. Führt die Order 66 aus. Ich finde schön, wie sie einmal alle so auf erstarren beim Aufspringen. Das zeigt auch sehr schön, dass sie eigentlich mehr oder weniger dafür gezwungen, dazu gezwungen werden. Klone können ja eigentlich wirklich nichts dafür, dass sie die Jedi angegriffen haben, im Prinzip, also und im Prinzip verraten haben. Schade, den Holo-Projektor können wir leider nicht zerstören. Da ist eingefangene Wookie, 2 Stück und 3 Stück.
Schade, ich hätte gerne den Indiana Jones Hut gehabt. So. Kann Chewie den haben? Ja, Chewie kann den haben. Oh yeah. Sehr schön, die zweimal gekillt, bevor wir überhaupt drüben waren. Aber ich würde schon sagen, dass diese Kopfbedeckung durchaus stylisch ist. Dieser Wichser. Mein Hut. Mein schöner Hut. Oh, nein, Hut. Es geht nichts über passende Kopfbedeckung. Okay, erstmal töten wir jetzt mal die zwei da vorne. Chewie geht das auch schneller als mit Yoda. Chewie ist einfach, ich glaube, mit dem Level wirklich allgemein die bessere Wahl zu spielen. Gut, er kriegt halt leichter auf die Fresse als Yoda, weil er halt keinen. Weil er keine Blasterschüsse ablocken kann, aber. Ansonsten ist er, glaube ich, echt gerade eben die bessere Wahl. Ey, kannst du mal aufhören, auf den Wookie einzuschlagen? Schade, der Arsch hat uns schon wieder unsere Kopfbedeckung geklaut. Naja. Das ist nur, weil Chewie lieber auf den Bundesgenossen eingeschlagen hat. So, das Ding hier ging einmal rundherum. Okay. Naja, wenn wir schon mal da sind. Ah! Ich hätte gerne die richtige Kopfbedeckung. Nein, keine rote Cap. Ich möchte auch keinen Zylinder haben. Ich möchte auch nicht Leias Haare. Kann ich bitte wieder den Indiana Jones Hut haben? Das kann ich nicht akzeptieren, tut mir leid. Dann wird es halt der Zylinder. Das heißt, jetzt kommt der Indiana Jones Hut. Nö. Ich glaube, unsere Chancen auf Coolness sind hiermit verwirkt. Dann sehen wir halt wie ein Business Chewbacca aus. Ist auch okay. Hä? Jetzt bin ich eins zu weit gerannt. Oder nee? Ah! Ah nee, es sind zwei. Oder auch nicht. Ist dämlich. Da müssen wir dann. Egal. Aber ich glaube, es sind zwei Hutständer. Naja, egal, nicht so wichtig.
Twitch, wenn wir uns diese Mini-Geldspur halten soll, während dahinter so eine Riesen-Geldspur liegt. Naja, auch das ist. Also das, was wir jetzt gerade sehen, ist nicht ganz korrekt, weil die Klontruppen haben trotzdem weiterhin gegen die Druiden gekämpft. So, da wir jetzt aber mehr kämpfen werden als laufen, werde ich trotzdem mal wechseln. Okay, ich wechsle doch nicht. Oh, eine riesen Karotte. Na, ja, fast. So, wir müssen alle Karotten finden und zutage fördern. Aua. So, Jule, jetzt bau das endlich zusammen, das scheiß Ding.
Schade. Wir springen leider nicht hoch genug raus. Zumindest nicht ganz. Ups. Egal, wir rennen jetzt einfach weiter. Oh. Ich hasse diesen Teil vom Level. Im zweiten Level vom ersten Teil war es ja schon schlimm. Mit den andauernd ankommenden Druiden. Dieses Level kann man mit Unverwundbarkeit sehr schön machen, aber ohne ist es einfach nur nervig. Muss ich mal wieder hier den Commander töten. Ja, gibt noch einen zweiten. So, das hier ist, glaube ich, auch das letzte Level im Spiel, wo Droiden vorkommen. Also die Kampfdroiden. Müsste eigentlich. Denn das nächste Level ist in Coruscant, im Jedi-Tempel. Und das danach ist natürlich Annie vs. Obi. Wie könnte es anders sein? So, bauen wir hier mal die. Was ist das? Das ist keine Bank. Was auch immer es ist, was wir zusammenbauen. Dann Floß?
ist ein Floß. Überaus interessant, I guess. Mal gucken, vielleicht macht es ja was, wenn wir hier ans Ende kommen. So, dann haben wir hier mal kurz einen kleinen Sneak Peek auf den fünften Teil. Ah ne, da müssten wir mit Jar Jar oder wie wissen wir wieder hoch. Ah, jawohl. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich 66.000. Ah, natürlich. Wegen Order 66 brauchen wir 66.000. Das ist ein geiles Detail, wenn es stimmt. Was einem auch noch auch nur auffällt, wenn man tatsächlich nachrechnet, so wie ich jetzt gerade. Ich zwischendrin an 70 oder 80.000 denken. Bei Execute Order 66. Vielleicht gehen sie auch so weit, gehen sie sogar so weit, dass sie sagen. Okay, das ist eine Enttäuschung. ...65.000, nicht 66, ist das euer Ernst? Ich bin echt enttäuscht. Bin ich der Einzige, der von den Entwicklern mehr erwartet hätte? Wenn sie schon sagen, jo. Machen wir mal in die Richtung 60. Gut, dann bringen wir den Scheiß mal zu Ende hier. Und zwar auf schnellstem Wege. Ohne weitere Verzögerungen.
den Stein halten wir jetzt noch auf. Chewie, rauf hier mit dir. Und das Minikit. Nice. Wir haben zwischendrin auch mal kurz einem hier die Arme ausgerissen. Und das Ding ist offen. Sehr schön. Ein sehr schönes, aber leider auch sehr schwieriges Level. Aber dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge wieder von Let's Play Lego Star Wars, die komplette Saga, wenn wir den dritten Teil zum Abschluss bringen, denn ich möchte die nächsten zwei Level auch wieder in einem einzigen machen, in einem einzigen Rutsch, weil weil das erste Level wird wieder ein bisschen länger dauern, das zweite ist, glaube ich, etwas kürzer, je nachdem, gucken wir mal, je nachdem, wie schnell wir beim ersten durchkommen. Bis dahin und tschüss.